So, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar haben wir uns ja im letzten Video das Einzelvideo von Autobild angeschaut und ein paar Bilder dazu. Ja, meine Meinung zum Fahrzeug kennt ihr. Ist definitiv misslungen. Sei es der Frontantrieb bzw. wahlweise X-Drive oder seien es die 3- und 4-Zylinder-Motoren. Der Einzel ist auf jeden Fall misslungen. Jetzt gibt es noch ein weiteres Video von Auto, Motor und Sport. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Video zusammen an. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zum neuen Einzel BMW. Wie gesagt, es kommen auf jeden Fall nur zwei Benziner, der 1.18i und der M1.35. Der 1.40 wird auf jeden Fall nicht mehr kommen. Es kommen ja sowieso nur noch 3 und 4 Zylinder. Und ja, mal schauen, was wir jetzt noch im Video hören. Und ja, wie gesagt. Die Nieren sind sowieso das Schlimmste am ganzen Fahrzeug und auch komplett geschlossen, wie man hier sieht. Das heißt nur noch Optik und dann sowieso statt kleiner noch größer gemacht. Naja. BMW zeigt den neuen 1er BMW und jetzt ist es so, dass sie uns im Prinzip 15 Jahre lang erzählt haben, Hinterradantrieb, das sei die beste Lösung in der Kompaktklasse. Jetzt mit dem neuen 1er BMW, und das ist vielleicht für einige die wichtigste Information, ist es Frontantrieb. Das heißt, der 1er BMW basiert jetzt wie auch der 2 Active Tourer oder die kleinen X-Modelle X1, X2 auf BMWs Frontantriebsplattform. Naja, und trotzdem müssen sie natürlich ein großes Versprechen halten, und das ist das Versprechen der Freude am Fahren. Und BMW investiert laut eigenen Aussagen sehr viel Arbeit darin, hier diese Frontantriebsplattform auch fahraktiv fahren. Was ich jetzt gerade sehe, das hier ist ja der M135. Ich glaube, das ist der 1.18i oder ein Diesel, keine Ahnung. Und meiner Meinung nach sieht die Stoßstange vom, vom normalen Einser viel, viel besser aus als hier die M-Paket-Stoßstange. Das ist ja die reine Katastrophe, wenn es so komplett geöffnet ist. Hier fällt wenigstens noch so ein. Ja, hier geht es wenigstens noch ein bisschen in die Mitte rein. Also, meiner Meinung nach sieht die Stoßstange wenigstens auf dem linken besser aus als auf dem rechten. Ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Dynamisch zu machen. Das Problem ist nur, das können wir natürlich heute im Designstudio nicht ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, widmen wir uns den vielen Vorteilen, die diese Frontarchitektur, Frontantriebsarchitektur mit sich bringt. Und das ist zum Beispiel, dass der 1er einfach größer geworden ist. Vielleicht nicht in der Länge, denn da ist er, um genau zu sein, 5 mm kürzer geworden, aber in den Maßen im Innenraum und im Kofferraum. Und all diese Vorteile, die schauen wir uns jetzt einfach mal an, denn hier steht zum Beispiel der neue 1.18i in der Sportline, und ja, das Auto ist 4,32 Meter lang. Wie gesagt, da hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht so viel verändert, aber die Spur ist deutlich breiter geworden, was dann vielleicht auch wieder zur Fahrdynamik beiträgt. Und man soll aber viel, viel mehr Platz hier hinten im Heckabteil haben. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch das Erste, was ich mir direkt anschaue. Also ich glaube, ich habe noch nie so bequem in einem 1er BMW gesessen. Laut den reinen Daten sind es 3,3 cm mehr Kniefreiheit, die man haben soll. Aber ich muss sagen, hier der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,82 groß. Also hierzu muss man sagen, es stimmt schon. Also im alten 1er, da hat man echt sowas von gar keinen Platz. Also in dem 5-Türer noch mehr als in dem Coupé, in dem 3-Türer. Da war es die reine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und ja, wenn man hier ein bisschen mehr Platz hat, ist schon geil. Aber optisch natürlich außen die reine Katastrophe. Und gefühlt sind das einfach Welten. Man sitzt wirklich sehr bequem hier drin. Es gibt ja auch so Kompakte, wo hier die Dachlinie sehr weit nach unten gezogen ist, hat man hier jetzt das Gefühl auch nicht so richtig. Also es ist
wirklich luftig. Die Sitzbank ist viel bequemer, als sie noch im Vorgänger war. Wirklich sehr angenehm weich gepolstert. Und auch der Ein- und Ausstieg, der gelingt hier im neuen Einser viel, viel leichter. Und jetzt gibt es noch ein Abteil, noch eine Reihe weiter hinten, wo es auch deutliche Neuerungen geben soll. Die schaue ich mir jetzt an. Denn ein großer Kritikpunkt am Einser war natürlich ja, das fehlende Kofferraumvolumen, sage ich jetzt mal. 360 Liter waren es im Vorgänger und jetzt sind es 380 Liter. Also auch da kommt die Frontarchitektur einfach dem Auto als Kompaktwagen zugute, möchte ich sagen. Das ist auch ein sehr nutzbarer Kofferraum. Ich habe hier serienmäßig auch den doppelten Ladeboden, wo dann auch einfach nochmal was verstaut werden kann, wo einfach viel mehr Gepäck jetzt reingeht. Beim Vorgänger war es so, ich hatte eine Ladekante von 68,5 cm. Jetzt schauen wir mal, wie das in dieser Generation ist. Ich stelle das mal auf die 68,5 ein. Das sieht man hier nochmal. Und jetzt schauen wir mal. So. Und da sieht man, es ist im Prinzip gleich geblieben. Vielleicht ist sie sogar jetzt hier noch ein bisschen höher. Ich muss also eventuell noch 1 Zentimeter höher wuchten, aber auf diesen Zentimeter kommt es dann am Ende auch nicht mehr an. Dennoch ist es so einfach jetzt der Kompaktklasse entsprechend wirklich ein sehr nutzbarer Kofferraum. Übrigens, wen es interessiert, Anhängelast war beim Vorgänger bis zu 1200 Kilo gebremst. Jetzt sind es mindestens 1300 Kilo. Also auch da hat sich was getan. Die Dachlast, die ist gleich geblieben. 75 Kilo kann man hier aufs Dach laden. Da muss man sagen, sind Konkurrenten, ja, kann man bis zu 100 Kilo bei manchen draufladen. Das ist also hier bei 75 Kilogramm geblieben. Allerdings haben wir uns eine Sache noch nicht angeschaut und das ist natürlich der Fahrersitz. Wir kaufen dein Auto.de. Ja, genau. Wir kaufen dein Auto.de. Mega schnell. Und so, jetzt. Innen ist schon geil. Und hier hat sich natürlich auch einiges getan. Spontan würde ich sagen, das Cockpit ist identisch mit dem des neuen 3er BMW und das ist absolut was sehr, sehr Gutes. Auf jeden Fall für mich persönlich, denn dieses Cockpit finde ich einfach total gelungen. Es entspricht endlich dem Qualitätsanspruch und dem Designanspruch, den ich jetzt persönlich an einen BMW habe. Und es sieht einfach wunderbar aus. Also hier mit diesem aufgesetzten Bildschirm, den es auch immer auch in den niedrigen Konfigurationen an dieser Stelle gibt, der dann eben nur innerhalb hier dieses schwarzen Panels in seiner Größe variiert. Hier die Klimabedieneinheit und dann hier unten die neu gestaltete Mittelkonsole mit neuem Schaltknopf. Die ist auch sehr geil. Mit den ganzen am Ende ja doch bekannten Funktionen, die BMW einfach nur optisch schöner darstellt. Und es gibt im neuen Einser natürlich auch ein digitales Cockpit. Das ist in seiner Diagonale etwas kleiner als im 3er BMW, dennoch die grafische Darstellung ist exakt dieselbe. Tja, so sieht es nun endlich hier im neuen Einser aus. Für mich persönlich wirklich sehr, sehr schick. Was übrigens auch noch interessant ist, hier diese Leisten. Die sind beleuchtet in diesem Streifenmuster und die Art des Musters, was hier beleuchtet ist, die kann man sich tatsächlich aussuchen. Also das sind jetzt hier so Streifen. Geil. Es gibt dann noch so also Ambientebeleuchtung. Die, würde ich sagen, können wir uns auch einmal drüben im M135i anschauen, denn da kann ich dann auch noch ein bisschen mehr zu den Motoren sagen, zu der Ausstattung im M135i, denn die ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Denn hier drüben im M135i, den es übrigens auch zum Marktstart geben wird, da gibt es ganz neue, für den Einser auf jeden Fall, Sportsitze. Und das sind hier diese M-Sportsitze. Aua. Mit integrierter Kopfstütze. Die gibt es ab der Ausstattungslinie M-Sport als Option. Und finde ich, sehen absolut schick aus und ja, bieten natürlich auch
den nötigen Seitenhalt. Also die Sitze sind echt geil, die Sitze sind echt gelungen, sind natürlich sehr, sehr sportlich. Meine Sitze in meinem 1er jetzt, im F20, gefallen mir auch, sind auch sehr geil in Alcantara. Aber die Sitze sehen auf jeden Fall auch übertrieben, ja, geil aus eigentlich. Wie es in so einem Auto wie dem M135i notwendig ist. Jetzt könnt ihr noch einmal kurz hier rumkommen, denn hier gibt es jetzt diese andere Grafik von den Zierelementen, von denen ich eben schon erzählt habe. Das ist jetzt hier so eine Art Rautenmuster. Sieht auch gut aus und die können natürlich auch wie drüben in dem 1.18 in der Farbe frei konfigurieren. Ambiente Beleuchtung ist auf jeden Fall geil. Das hat der F20 noch nicht. Das feiere ich nicht so, weil im Endeffekt meine auch Baujahr 2018 ist. Das sollte man sich schon mittlerweile hinkriegen. Ich meine, Benz macht das schon seit 5-6 Jahren. Das kann ja nicht sein. Figuriert werden. Und es ist einfach ein nettes kleines Gimmick. Sieht mal anders aus als diese indirekt beleuchteten Türpaneele, die es sonst immer gibt. Ja, was gibt es jetzt noch Interessantes? Ich möchte euch noch einmal ganz kurz das Heck vom 135i zeigen, denn das sieht einfach total sportlich und gut aus, wie ich finde, hier unten. Mir gefällt die Rückleuchte hier nicht. Also auch der beleuchtete Teil hier mit diesem Haken noch gefällt mir persönlich gar nicht. Da sind die vom Vorgänger deutlich schöner, also deutlich. Aber sonst an sich, ich weiß auch nicht. Schreibt mal eure Meinung zum Heck in die Kommentare. Mit dieser schwarz abgesetzten Leiste hier, die angedeuteten Diffusoren, beziehungsweise der angedeutete Diffusor, aber auch die beiden Endrohre. Die sind im M135i größer als in anderen Modellen, haben hier einen Durchmesser von 100 mm, sonst sind es 90 mm. Und doppelte Endrohre gibt es übrigens für alle Vierzylindermodelle. Das heißt, wenn es hinten nicht dran steht, kann man nur sagen, ist es ein Vierzylindermodell oder ein Dreizylindermodell, denn die Dreizylindermodelle haben dann nur ein Auspuff-Endrohr auf der linken Seite. Dreizylinder. So, gehen wir nochmal zur Front und sprechen über die Motoren. Welche Motoren wird es denn nun zum Marktstart geben? Es gibt zwei Benzinmotoren, drei Diesel. Die beiden Benziner, die stehen jetzt hier neben mir. Das ist der M135i mit 306 PS, 2 Liter, Vierzylinder. Denn es gibt keine Sechszylindermotoren mehr im 1er BMW. Hier, der kostet allerdings auch gut 48.900 Euro. Interessanter ist da eventuell der 1.18i. Das ist ja auch das meistverkaufte Modell vom 1er. Die meistverkaufte Motorisierung startet bei 28.200 Euro. Tja, das ist jetzt der neue 1er als Frontantriebsmodell. Ist natürlich so auch leichter geworden, bis zu 30 Kilo. Wie genau ihr das findet, das würde mich interessieren. Wir haben auf unserer Website übrigens eine Umfrage gestartet. Welche Antriebsart wäre euch wichtig? Das Ergebnis dabei war interessanterweise, fast 50% haben gesagt, den 1er würde ich mit Allradantrieb nehmen. Erst danach kommt der Hinterradantrieb. Tja, Marktstart vom 1er ist September 2019. Ich freue mich auf eure Kommentare. 28. September, um genau zu sein. Da könnt ihr euch die ganzen dann bestellen. So, Allrad im 1er BMW ist natürlich auch völlig in Ordnung. Gerade wenn ihr ein 1,40 habt oder so mit Software, machen die 500 PS. Da ist schon geil, mit Allrad mal zu beschleunigen. Ist ja völlig in Ordnung. Aber Heck ist natürlich auch viel geiler. Ich habe auch persönlich noch Heck. Ist übertrieben geil. Ich habe sogar noch einen Schalter. Den wird es ja auf jeden Fall auch nicht mehr geben. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zum neuen 1er in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram.